Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem ersten Mölkauer Monatsinterview. Ihr konntet auf unserer Facebook-Seite entscheiden, von wem ihr gern etwas mehr erfahren möchtet und habt euch entschieden für Daniel Heinze. Das ist zwar nicht Daniel, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu verkennen. Ich habe mich für euch mit Daniel hier im Sportpark Mölkau getroffen, wo er schon so einige Schlachten geschlagen, glorreiche Siege errungen hat, aber auch bittere Niederlagen einstecken musste. Viel Spaß beim Lauschen unseres Gesprächs. Dani, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Moin. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast für das erste Gespräch. Für dich hat es den kleinen Nachteil, dass du heute noch gar nicht weißt, wo es dann im Endeffekt hinläuft. Ja. Aber für uns hat es den riesengroßen Vorteil, wir können eigentlich alles falsch machen, was wir falsch machen können. Das wird uns gelingen. Wir haben die zwei richtigen Sekunden. Ja, auf jeden Fall. Als erstes möchte ich dich bitten, dass du dich kurz selber vorstellst. Dazu haben wir, oder habe ich, in unserem kleinen Archiv verborgen, in unserem Kabinentrakt, hat noch keiner entdeckt. Ich habe es gefunden, in deiner Akte gestohlen. Ja. Die habe ich dir mitgebracht und ich möchte dich bitten, dass du einfach kurz deine Akte vorliest und gegebenenfalls gleich korrigierst. Ah, sehr schön. Bitte aufblättern. Ja, mein Name ist Daniel Heinz, ich bin 34 Jahre alt und lebe mit meiner Freundin und unserem gemeinsamen Sohn zusammen in Mölkau. Geboren bin ich zwar im Leipziger Zentrum nahe dem Zoo, damals in der Jakobstraße, gibt es heute nicht mehr, war eine Außenstelle der Frauenklinik. Aber das Fußballspielen habe ich mit 7 Jahren hier in Mölkau begonnen. Das war schon mit 6 Jahren, war nämlich 1985, kurz vor meiner, eigentlich mit meiner Einschulung. Ja. Das war ja damals so üblich. Seitdem bin ich meinem Verein nur einmal in meiner 27-jährigen Laufbahn als Fußballer fremdgegangen. Von 2001 bis 2005 spielte ich bei Chemie in Gotha und bei Grün-Weiß in Schönstedt. Mit den Farben habe ich es ein bisschen. Bei Höring gewesen. Ja, mit grün-weißer Chemie, das verbindet mich eine alte Liebe. Ich habe damals nicht hier gewohnt, habe also 4 Jahre in Thüringen gewohnt und habe dort auch Fußball gespielt. Gleich bei meinem ersten Spiel bei den Herren brach ich mir das Wadenbein. Fehler in der Akte. Ja. Das war bei meinem zweiten Spiel. Das erste haben wir damals 3-0 bei Fortuna gewonnen. Das zweite Spiel war damals in Holzhausen, was ich gemacht habe als 18-Jähriger, kurz vorm Abitur. Und wie es die Geschichte so will, Mike, ja. Es war der 2. März. Was haben wir heute? Heute ist der 2. März. Das nenne ich mal, ja. Hast du morgen noch was vor? Morgen ist der 3. März, fällt leider aus. aber 2. März war es damals, ich glaube es war ein Sonntag. Genau, ich war damals 18 und musste aufgrund der Verletzung leider schon in der ersten Halbzeit gewechselt werden. Okay. Mein größter Erfolg als Spieler war der Aufstieg mit der ersten Mannschaft in die damalige Bezirksklasse. Da möchte ich auch kurz einhaken. Ja. Das war mit Sicherheit der unerwartetste Erfolg, weil uns eigentlich niemand auf der Rechnung hatte. Ja. Aber jeder Erfolg schön und jedes Spiel, was du gewinnst mit deiner Mannschaft, ist schön und gibt immer Erfolge, die bleiben immer irgendwo im Hinterkopf. Wobei Erfolg ja eigentlich, ja, in den Sphären, wo wir Fußball spielen, ist es ja eigentlich eher so, ja, just for fun und Hobby. Und, ganz klar. Aber der Bezirksklasse damals, nach 105 Jahren Vereinsgeschichte, der ganze Verein hat danach gelächzt und wir haben es geschafft. Ja. Und auch ich war ein Teil dieser Mannschaft, das war schon was Einmaliges. Sehr gut. Größte Niederlage dagegen, der unnötige Abstieg aus der Bezirksklasse im Folgejahr, sowie die Lage im Stadtpokal-Halbfinale im Jahr 2011 gegen die Spielvereinigung. Mike, du solltest es besser wissen, ne? Das war 2010. Das Halbfinale und das war eine meiner größten Niederlagen, möchte ich so sagen, zusammen mit meiner sinnlosen roten Karte 2007 im letzten Punktspiel gegen Bremen, weil ich auch in diesem Jahr das Pokalfinale dadurch verpasst habe. Wie hast du die rote Karte bekommen? Unberechtigt. Ne? Also, war ein kurzes Gerangel zwischen mir und dem Gegenspieler, war aber nicht weiter dramatisch. Schiedsrichter entschied sich aber auf Rot. Wir hatten damals einen zweiten guten Torhüter und haben in dem Spiel die Rückkehr in die damalige Stadt, ja, oder Stadtliga hieß es damals, glaube ich, noch gefeiert. Ja. Und hatten eine Woche später Pokalfinale. Und das habe ich aber leider durch die rote Karte verpasst.
das war ein bisschen schade, weil da hatte ich zweimal die Chance auf ein Pokalfinale und zweimal habe ich es nicht erreicht. Ja, shit happen. Das ist richtig. Eines der schönsten Spiele oder ja, schönsten Erlebnisse, die wir hier hatten, war mit Sicherheit das Spiel gegen 1. FC Lok im Jahr 2010, wobei es vor geraumer Zeit schon mal ein Erlebnis gab, weiß aber jetzt nicht mehr das Jahr, es müsste Ende der 90er Jahre gewesen sein, gegen FC Sachsen damals hier, unvergesslicher Zuschauerrekord, 947 Zuschauer, ja. 13-0 haben wir verloren. Jörg Linke hatte damals einen Riesen auf dem Fuß, hätte... Jörg Rogestein im Verein. Genau, ja. Der Jörg Linke. Der Jörg Linke, kann man einfach so sagen, und so stehen lassen. Ja. Der hatte damals einen Riesen auf dem Fuß und vorne auf dem Tor. Ja. Hat kläglich versagt und hätte uns dort den Ehrentreffer erzielt. Aber das waren so die zwei, vielleicht jetzt noch im Sommer mit dem zurückliegenden Sommer mit dem Spiel gegen 1. FC Lok. Ja. Was so schon die Highlights sind, weil das macht schon mal was aus. Spielst vor ein paar Zuschauern und das drumherum passt und das funktioniert ja schon ganz gut. Mhm. Also das war auch dann auch halboffizieller Abschied mehr oder weniger. 2010, das Spiel ich hatte damals innerlich nicht mehr den Antrieb, Fußball zu spielen. Dann kam eine etwas längere Geschichte mit dem Knie dazu, was mich damals erwogen hat, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, höre auf. Die weitere Geschichte werden wir ja eventuell noch beleuchten, wie das dann weiterging. Hattest du deinen Blumenstrauß bekommen? 2010 nicht, den habe ich ein Jahr später, ja. 2011. Ja gut, wir sind halt ein bisschen, wir sind ziemlich aktuell im Verein. Ja. Seit 2011 assistiere ich dem Trainer der ersten Mannschaft, Thomas Goretzki. Daneben gebe ich ebenfalls seit 2011 meine Erfahrung als Torwarttrainer an noch jungen Torhüter Sebastian Neumann weiter. Von 2010 bis 2012 war ich zudem als Beisitzer im Vorstand des SV Mölkau tätig. Das kann ich so stehen lassen, das stimmt eigentlich alles so. Das ist ja gut recherchiert. Da müssen wir nicht einhaken, das ist der erste Punkt, der an dich geht, weil das ist wirklich mal vier Sätze, die gut recherchiert waren. Für mich spricht, Dankeschön. Dass ich ein harter Hund bin und selbst mit einem Kieferbruch kein Spiel aufgebe. Das hört man so. Soll ich da einhaken jetzt? Sehr gern. Ja, was harter Hund. Für mich ist halt Fußball immer eine ja, ich möchte fast sagen, Kampfsport. Nee, das ist vielleicht übertrieben, aber Fußball hat für mich auch immer noch was mit Zweikampf zu tun, mit auch einem gesunden, mit einer Härte. Nicht übertrieben, aber gesund sollte es schon sein. Und für mich gehört eben auch mal dazu, dass man auch mal auf die Zähne beißt. Ging beim Kieferbruch nicht ganz so gut. Dass man halt nicht sofort aufsteckt und sofort sagt, oh, jetzt zwickt es mal hier und jetzt zwickt es mal da und ich gehe jetzt raus oder ich habe mal hier, was weiß ich, wie Cristiano Ronaldo, der hat mal einen kleinen Kratzer am Ohr. Ja. Da reden alle sofort davon, dass er operiert werden muss. Also das ist für mich, ich habe da ein bisschen eine andere Intention, ob ich da nur ein harter Hund bin oder nicht, mögen andere beurteilen. Deswegen steht das da, weil das andere so beurteilt haben. Ach so, okay, ja, dann ist das andere in ihrer Meinung. Okay. Die Geschichte mit dem Kieferbruch, du hast das Spiel zu Ende geführt? Ja. Aus freien Stücken? Ja. Oder stand der Trainer draußen und hat gesagt, naja, Kieferbruch, wir sind in Mölkau. Naja, wir wussten damals nicht, was es ist. Da geht's weiter. Es war ungefähr 75. Minute. Das wusste eigentlich, ich selber wusste nicht, was es ist. Der Trainer wusste nicht, was es ist. Es wusste eigentlich keiner, was es ist, dass es ein Kieferbruch war. Ein Doppelter hat sich erst im Nachgang herausgestellt. Ich habe gesagt, es geht. Der Körper hat ja so eigene Reaktionen, die er dann bei sowas ablaufen lässt, sodass sich die Schmerzen dann noch in Grenzen halten. Und eine Viertelstunde haben wir noch irgendwie über die Bühne gekriegt und haben das Spiel auch gleich bestritten, was uns im Endeffekt nicht mehr geholfen hat. Wir mussten damals als damals Achtplatzierter aus der Stadtliga den bitteren Gang in die erste Kreisklasse antreten. Aber sozusagen für Mölkau ist das die dritte Liga. Im Prinzip ja. Es hat mir nicht geschadet, von daher. Ja. Ging schon die Viertelstunde, haben wir es überstanden und war okay. Dein Vater Volkmar hat gemeint,
war damals dabei. Ja. Du bist bekannt eigentlich dafür, dass du im Spiel aufmachst und redest. Es war dann wohl anscheinend ziemlich schwierig. Ja, ich konnte nicht mehr reden. Mit Kieferbruch. Ich konnte nicht mehr reden. Das war das Einzige, was mich halt wirklich an dieser Situation irritiert hat, weil ich halt wirklich den Kiefer nicht mehr bewegen konnte. Ja. Aber. Und es muss lustig ausgesehen haben. Im Nachgang, ja. Ja. Alles runtergehangen im Gesicht. So die eine Hälfte hat runtergehangen, ja. Die andere Hälfte halt nicht. Ja. Aber ja, war schon okay. Ging schon. Gut, dann weiter. Des Weiteren steht mein Nachname Heinze für Kontinuität, Engagement und Verlässlichkeit beim SV Mölkau. Familie übertrifft die gut 100-jährige Vereinsgeschichte über alle Generationen hinweg in verschiedenen Funktionen um ein leichtes. Dazu kurz, dein Vater ist schon seit über 40 Jahren im Verein, dein Bruder Sven ist seit Kindheit im Verein, deine Mutter war nicht beim Fußball, aber beim Gymnastik. Genau. Bei der Gymnastik auch lange Jahre. Genau. Meine Oma, die jetzt 85 wird, hat ganz, ganz viele Jahre gekegelt. War, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Vorstand tätig. Ja. Meine Tante macht Gymnastik, mein Cousin hat hier Fußball gespielt, Fußball lernt. So, dass wir ja mit Sicherheit da das ein oder andere für den Verein tun, aber will das jetzt nicht, und das ist, denke ich, auch im Sinne der anderen, will das unbedingt hervorheben. Ja, aber ist ja bemerkenswert. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man, glaube ich, ja, was willst du mit 200 Jahre. Was willst du in Mölkau machen? Anderes Mal, ja, okay. Also, Mölkau war bis irgendwann 90er Jahre eine eigenständige Gemeinde, ein eigenständiges Dorf, möchte ich es mal nennen. Ja. Das ist ja nicht mehr vergleichbar mit dem Mölkau, was es heute gibt. Was wolltest du hier machen? Du konntest zur Feuerwehr gehen, das kam für mich nicht in Frage. Das war auch eigentlich nie ein Thema. Ja. Oder du bist halt hierher gegangen. Ne? Ja. Und da ich da hinten aufgewachsen bin, ja. Das hier naheliegen, meine ganzen Freunde, mit denen ich zur Schule gegangen bin, Kindergarten gegangen bin, haben ja alle irgendwo ringsherum gewohnt, sodass wir unsere Freizeit eigentlich hier verbracht haben. Mein Vater hat hier gespielt, mein Bruder hat hier gespielt, war es eigentlich naheliegend, dass auch ich hier, ja. Und was man so dann im Laufe der Jahre tut und dass es da mit Sicherheit immer das ein oder andere gibt, was man vielleicht mehr macht als andere, okay, ja, aber letztendlich jeder, der für den Verein was tut, ja. Macht das. Natürlich, klar, wenn man die Summe nimmt, kommt man schon. Also würdest du das so stehen lassen? Kommt man, ja, gut. Kann man schon so stehen. Machen wir weiter. Durch meine direkte Art weiß jeder sofort, wie er zu mir steht. Ich scheue keinen Konflikt und ecke deswegen auch mal an, bin aber alles andere als nachtragend. Ich teile zwar schon gern mal aus, kann aber im Gegenzug umso mehr ein. Würdest du das so stehen lassen? Ja, du hast mich so gut beobachtet. Ne? Ja. Bin niemand, der um heißen Brei redet, wenn ich was habe, was ich zu sagen habe, dann tue ich das und bin gut. Dann müssen andere damit klarkommen. Zu sagen habe, habe ich nichts zu sagen. Und ich denke, das macht es für viele relativ einfach, weil sie eben wissen, okay, hopp oder top. Ja. Und ansonsten, jemand, der nicht weiß, ob er hopp oder top ist, naja, der muss von der Lände damit klagen. Ist es andersrum gesehen manchmal vielleicht zu schnell? Ja. Dass du danach sagst, hätte ich jetzt vielleicht anders machen können? Ja. Aber, okay. Ja. Also das definitiv. Aber wenn du weißt, wie du bist, dann kannst du auch irgendwann damit umgehen und kannst halt dann damit leben. Ja, und die Leute wissen ja, wie du bist. Dann kann man ja immer im Nachgang noch auch mal einen Schritt auf jemanden zugehen, wenn man das möchte. Genau. Genau, sehr gut. Gegen mich spricht, dass ich beim Zuruf von meinen Abstößen und Abschlägen allzu leicht die Namen der Balladressaten vertausche. Zudem kann ich bis heute keinen Kachelofen ordnungsgemäß einheizen, weswegen meine Familie und ich in einer Welt ohne Zentralheizung im Winter frieren würden. Ja. Weißt du, warum das hier drin steht? Ja, also das mit den Abstößen und Abschlägen und mit diesen vertauschten Namen, das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist einfach nur der Grund. Wir spielen ja nie jede Woche mit der gleichen Aufstellung. Ja. Immer spielt ein anderer vorne und da kann man schon mal durcheinander kommen. Das verstehe ich. Und teilweise ist es ja so, man kennt ja auch die Spieler von den anderen Mannschaften, die kennen die Namen von uns. Ja. Ne, und da macht es das manchmal einfacher, wenn man einfach einen anderen Namen ruft, ja. Aber jemand anders anspielt. Ich habe lange überlegt, wie ich das dann niederschreibe. Ja. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du spielst einfach nicht dorthin, wo du hin willst. Weil ja. Die andere Möglichkeit ist, es sind einfach die Namen, die du einfach vertauscht. Genau. Und das ist verständlich. Das ist gewollt. Ja, gut. Das ist Absicht. Haken wir das ab und lassen wir es einfach so stehen. Ja, und das mit dem Kachelofen, ja.
ja, wir haben das Jahr 2013, jetzt drehe ich am Rad, möchte ich sagen, und es ist warm. Aber mit Sicherheit gab es bei uns in der Familie damals klare, strikte Linien. Mein Bruder. Damals in dem Haus bist du aufgewachsen? Genau, da hinten bin ich aufgewachsen. In dem roten Backsteinhaus? Im roten Backsteinhaus, genau. Das sah damals so farbenfroh aus, wie es jetzt aussieht. Aber von der Grundsubstanz ist es so geblieben, ja. Erste Etage. Und wir hatten damals, wie das so üblich war, so einen Ofen. Also in unserer Stube gab es einen Ofen. Und der musste geheizt werden. Und vorwiegend von dem Kind, was halt als erstes aus der Schule da war. Oder von dem Kind, was halt Ahnung hatte. Na, mein Bruder kam meistens später als ich, hatte aber Ahnung. Ja. Wir haben es dann einfach so gemacht, ich bin einkaufen, weil das war nicht so das Steckenpferd von meinem Bruder. Wir haben früher noch woanders gewohnt, und zwar hinten an den Bahnschienen. Und wenn mein Bruder aus dem Milchladen kam, blieb er mit dem Beutel regelmäßig an den Bahnschienen hängen und die Milchflaschen im Beutel waren kaputt. Und somit haben wir das geklärt, er macht Feuer, ich gehe einkaufen und dann war eigentlich alles. Ja. Sehr gut. Ja, aber teilweise gut recherchiert, teilweise, na klar. Also bist du im Großen und Ganzen damit einverstanden? Im Großen und Ganzen natürlich bin ich damit einverstanden. Sehr schön. Also du hast mit 6 Jahren, hast du gerade gesagt, angefangen Fußball zu spielen, bist von dem roten Backsteinhaus mit deinem Bruder regelmäßig über, weiß nicht, ob der Zaun damals schon stand, über den Zaun getappelt? Der Zaun stand schon, ja. Es gab damals auch schon dieses Tor dort. Wir sind aber meistens nicht über den Zaun, sondern dort vorne, wo dieses Tor ist, aber weniger mit meinem Bruder. Ja. Uns trennen 5 Jahre und sondern es war halt mehr so, dass man in seinem Kreis gespielt hat, also mit seinen Jungs, die im Kindergarten mitgingen, mit denen ich dann die Schule gemeinsam besucht habe, und mit denen haben wir eigentlich, oder mit denen habe ich hier gespielt, und Sven hat mit seinen Freunden halt hier Fußball gespielt. Ja, aber du bist hier rübergetippelt und ihr habt dann, wenn auch getrennt, immer mal auf dem Platz hier gebolzt. Na klar. Wann hast du dann irgendwann gemerkt, für Profifußball wird es wahrscheinlich nicht reichen? Viele Kinder haben ja als Traum, einfach irgendwann Berufsfußballer zu werden. Kam das relativ schnell? Oder? Den Traum hast du natürlich irgendwann mal im Kopf. Oder du guckst der DDR-Oberliga an, Bundesliga-Nationalmannschaft. Hast du dir angeguckt und hast gesagt, Mensch, ja, das wäre schon schön, und denkst ja nicht so über das nach, was da vielleicht dahinter steckt. Ja. Im Nachgang muss ich sagen, bin ich froh, dass das nicht so gekommen ist, weil das hätte mich in meinem Leben um viele Geschichten und Erlebnisse gebracht, die leben durfte, weil ich eben nicht Fußballprofi geworden bin oder gewesen bin. Und das, wenn ich ehrlich bin, das stand auch nie zur Debatte, und ich bin ja nur auch nicht, ich habe ja nicht das Torwartspiel erfunden oder bin nur besonders gut gewesen, sondern für Melka hat es gereicht und das war gut. Dani, wir sind jetzt in unserem Heiligtum im Vereinsheim, in der Kabine der ersten Mannschaft. Hier hast du auch jetzt insgesamt wohl 24 Jahre verbracht, im Training, in Spielen. Was würdest du, beziehungsweise wo würdest du die Krise bekommen, wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst dich umziehen, es geht raus zum Training? Was hast du so oft trainiert, dass du überhaupt keine Lust mehr drauf hättest, dass du Anfall bekommen würdest, wenn es jetzt losgehen würde? Also was ist da eigentlich weniger die Frage? Die Frage würde ich eher nach dem Wetter stellen. Das heißt, Frost, Kalt, Schnee mag ich gar nicht. Ja. Solange wie ab 15 Grad draußen sind, es abends hell ist auf dem Sportplatz, man die ganze Zeit auf dem Platz trainieren kann, macht eigentlich alles Spaß. Wobei es natürlich immer so ein paar Dinge gibt, die man halt nicht so gerne macht. Ja. Dazu gehört bei mir mit Sicherheit irgendwelche Schnelligkeitsübungen, also sowas wie Sprints oder so, das ist nicht mein Steckenpferd. Es gehört dazu natürlich, das begreift man irgendwann mal, dass es dazu gehört, um einfach eine ganze Saison auch auf einem relativ guten Level für die Klasse oder für die Klassen, wo wir gespielt haben, bestreiten zu können. Von daher muss man halt einfach auch mal auf die Zähne beißen und sich da einfach durchsetzen. Okay. Gab es nicht irgendwelche Geschichten mit Medizinbällen? Manche können keine Medizinbälle mehr sehen. Nach einer gewissen Zeit als Torhüter arbeitet man auch viel mit Medizinbällen, glaube ich. Ja, das Torwarttraining an sich in Neukau ist ja über viele, viele Jahre ein bisschen zu,
ich möchte sagen, zu kurz gekommen. Das Training war ja eigentlich, du hast eigentlich immer mit der Mannschaft trainiert, du hast nie was für dich selber gemacht. Ja. Damit haben wir erst relativ spät angefangen, weil es auch nie die Möglichkeit gab. Wir waren auch nicht so viele Torhüter, wir hatten auch eigentlich nie einen Torwarttrainer. Von daher gibt es da eigentlich nichts, wo ich sagen würde, Medizinbälle oder ähnliches. Also Sprints mit der Mannschaft, das ist so, ja, wenn du immer Letzter wirst, fehlt dir da die Motivation. Ja. Das ist so, dann lieber werfe ich 15 Mal Medizinball gegen die Wand und fange den wieder oder mache irgendwelche Kraftübungen. Ja. Also Wände haben wir genug. Ja, aber kriegen wir bestimmt Ärger mit dem Platzwart, weil wenn dann die roten Abdrücke vom Medizinball immer an der Wand sind. Ja gut, das könnt ihr ja familiär klären. Volkmar, dein Vater ist Platzwart. Ist sein Job. Genau, also das müsst ihr dann privat klären untereinander. Ja. Dein Bruder Sven hat ja beim Rodeo-Spielen mal das Schlüsselbein gebrochen, hat er mir zumindest erzählt. Saß du oben oder unten? Warst du das Pferd oder der Reiter? Ich möchte auch behaupten, dass es wahrscheinlich nicht beim Rodeo-Spielen war, sondern dass Sven einfach nur seine 5 Jahre, die er älter war, einfach ausspielen wollte. Nee, wir haben irgendwie rumgetollt, keine Ahnung. Ja. Und er hat mir dabei wohl das Schlüsselbein gebrochen. Meine Erinnerungen daran sind eher gering. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 3 oder 4 Jahre. Ja. Auf jeden Fall war es durch. Ja. Später hast du dir dann im Kindergarten noch das andere gebrochen. Ja, da weiß ich noch, wie es war. Es war beim Fußballspielen, es war ein Loch. Ich bin reingetreten, bin hingefallen und ein Freund von mir, der Marco Nikonik, der auch hier Fußball gespielt hat, ist von hinten auf mich draufgefallen und hat mir mit dem Ellenbogen das andere Schlüsselbein kaputt gemacht. Okay, also beide Schlüsselbeine durch. Wir haben vorhin gehört, dein Schien- und Wadenbein war schon mal durch. Mhm. Kieferbruch im Spiel gehabt. Du trägst gerne, also du bist bekannt dafür, dass du lange konische Alustollen trägst. Ja? Du magst britischen Fußball. Ja. Also immer wenn wir im Vereinsheim mal Fußball gucken und es kommen dann die Engländer, dann guckst du ganz besonders mit hin. Ja. Heutige Fußballgenerationen haben so den Ruf, ein bisschen verweichlicht zu sein. Wie kommst du mit den jungen Leuten klar, die eben nicht so ein harter Hund vielleicht wie du sind? Also da kann ich mich ja nur an vor uns anschließen, ob ich jetzt ein harter Hund bin oder nicht. Das müssen immer noch andere beurteilen, ob der britische Fußball härter ist oder nicht. Ja, zumindest den Ruf. Mag ich noch bezweifeln. Es wird halt nur in England nicht jeder Pfeffer abgepfiffen. Ja. Von daher macht es das für die Zuschauer ein bisschen interessanter. Von daher ist es vielleicht auch mal, macht es manchmal auch etwas den raueren Eindruck. Es ist aber definitiv fairer. Und die Brüche sind halt einfach so passiert. Das macht ja niemand mit Absicht oder kann man ja auch niemanden verantwortlich machen für. Und von daher müsste die Frage eigentlich eher lauten, wie kommt die butterzarte Generation mit mir eigentlich klar? Also gehen wir, haben wir eine Meinung, die Generation ist anders, die nachkommt? Die ist anders, natürlich. Sie ist aber auf ihre Art gut. Und wenn ich es jetzt mal vergleiche, so gerade in der ersten Mannschaft, fußballerisch ist das was komplett anderes als das, was wir viele Jahre hatten, auch als mein Vater noch Trainer war. Nun bin ich vielleicht noch einer derjenigen, die halt irgendwo durch die 80er, 90er Jahre durch den Fußball geprägt wurden, als es halt nicht normal war, dass ein Trainer im blauen Kaschmirpullover und mit Seidenschal draußen stand. Ja. Oder auch, wenn ich vielleicht, auch wenn ich vielleicht meine Karriere in der Nationalmannschaft jetzt je beendet habe, aber da hat sich was gewandelt, da ist vieles anders geworden. Ich möchte nicht sagen, ob das jetzt schlechter geworden ist. Die Jungs, mit denen ich spiele, sind eigentlich alle soweit okay. Ja. Und wir müssen halt damit klarkommen, dass es halt auch im Training mal rauer zur Sache geben und kann. Und mal raschelt. Ich kann auch mal rascheln, ja, natürlich. Also, aber das mit den Alu-Stollen, da muss ich noch drauf eingehen. Ja. Die haben ja einfach nur damit was zu tun, dass ich nicht wegrutschen will. Ja, genau. Ich ziehe die ja nicht immer an, sondern die ziehe ich ja nur an, wenn der Boden es zulässt. Ja. Und die haben einfach nur damit was zu tun, dass du einen ordentlichen, sicheren Stand hast. Und den habe ich, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass ich den mit den Stollen am besten habe. Und deswegen bietest du, es soll schon mal vorgekommen sein, gegen Mitspielern beim Training an, doch Schienbeinschoner bitte vorn und hinten anzuziehen im Training, weil du ja wegrutschen könntest. War ein nett gemeiner Ratschlag unter Mannschaftskollegen. Genau, also ist dieser harte Hund-Begriff doch ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay.
Du hast eigentlich schon vor 3 Jahren mit diesem Spiel gegen Lok aufgehört, wegen auch körperlicher Probleme, hilfst aber immer wieder aus bei Senioren, bei uns in der ersten Mannschaft, wenn Not am Mann ist. Warum sagst du nicht einfach, Leute, ich kann nicht mehr, tut mir leid, sucht euch jemand anderen, was hält dich noch selber am Spielen? Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Wie gesagt, seit 1985 bis auf 4 Jahre habe ich hier Fußball gespielt. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden. Ja. Ich habe viele schöne Erlebnisse dem Verein zu danken und dann tue ich mich schwer damit zu sagen, geht nicht mehr, kann nicht mehr, will nicht mehr. Auch wenn du manchmal so ein bisschen diesen inneren, auch wenn du manchmal diese innere Meinung hast, dass du sagst, okay, nee, heute nicht, heute will ich nicht. Und irgendwann lernst du damit umzugehen und sagst halt, okay, du musst halt deinem Körper dann einfach mal auch ein paar Pausen geben, trainierst halt nur noch einmal die Woche, nicht mehr zweimal die Woche. Aber ansonsten finde ich es halt schön, dass ich den Mannschaften noch helfen kann, die mich brauchen. Ob das nur die erste ist, die für mich Priorität hat, oder ob das die Senioren sind, wo es mal brennen mag, dass die mal einen Torhüter brauchen oder meinetwegen auch wie letztes Jahr in der Rückrunde einen Feldspieler brauchen. Hast du sogar am Feld ausgeholfen? Ja, natürlich, klar. Meine fußballerischen Qualitäten sind ja Land auf, Land ab bekannt. Außerhalb von Mölkau auch noch. Natürlich, klar. Bis sogar nach Balzdorf. Position, da bin ich nicht gebunden. Ich kann im Prinzip alles spielen. Deine Lieblingsposition im Feld dann? Stürmer, Libero? Ja, vorne brauchst du dich am wenigsten bewegen und kannst mal einnicken. Am schönsten aussehen. Also, ja. Da haben wir, Libero, ich, ja, Libero ist ja so eine Sache. Gibt's aber ja nicht schön aussehen und wenig bewegen haben wir schon genügend bei den Senioren. Deswegen werden die dich jetzt nicht holen. Für dich würde ich jetzt sagen, mittwochs wäre jetzt hier Tabu. Ja. Also, solltest du dich vielleicht nicht mehr ganz so oft blicken lassen. Wären die Senioren für dich ein Thema als wieder dauerhafte spielerische Aktivität? Nicht nur zum Aushelfen? Du wärst da der junge Dachs mit deinen 34 Jahren? Perspektivisch gesehen? Ja, perspektivisch gesehen ist es so, dass ich erstmal bis zum Sommer hier einen Mölkau-Vertrag habe, den ich auch erfüllen werde. Was danach kommt... Ich wusste gar nicht, dass wir in Mölkau-Vertrag nicht gebunden sind. Ja, Mike, wie gesagt, das sind so ein paar interne Geschichten, die man sich erarbeiten muss. was natürlich... bis zum Sommer passiert, wissen wir jetzt alle nicht. Das Geschäft ist schnelllebig geworden. Danach kommt, wusste gar nicht, dass wir in Mölkau-Vertrag nicht gebunden sind. Ja, Mike, wie gesagt, das sind so ein paar interne Geschichten, die man sich erarbeiten muss. was natürlich bis zum Sommer passiert, wissen wir jetzt alle nicht. Das Geschäft ist schnelllebig geworden, klar. Natürlich wäre eine neue Herausforderung, vielleicht auch mal das Ausland, mal eine Alternative. Senioren, ja, kann ich mir... Also viel Geld im Umlauf sein. Kann mir alles vorstellen. Also, man muss an mich herantreten und muss mir Perspektiven zeigen und dann kann ich mir grundsätzlich... Gibt es andere Angebote? Ja, darüber will ich jetzt einfach auch nicht sprechen. Da ist noch nichts spruchreif und da müssen wir einfach mal abwarten, was die Zeit so bringt. Sehr gut. Wir sind eingangs, haben wir darüber gesprochen, dass du jetzt Trainer bist. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Kabine wechseln. Von der Spielerkabine in die Trainerkabine und dort weitermachen. Ja, gerne. Also, wir sitzen jetzt in der Trainerkabine, Dani. Ja. Seit 2011, haben wir gesagt, bist du Trainer, Co-Trainer und Torwarttrainer. Unter Thomas Goretzky. Ihr hattet auch schon einen Aufstieg, den ihr miteinander verantwortet habt. Letztes Jahr der Aufstieg aus der Stadtklasse in die Stadt. Liga. Warum denkst du, dass ihr beide euch gut ergänzt, Thomas und du? Also die Frisur passt schon mal. Ja, die Frage ist, ergänzen wir uns? Ne? Ja. Eigentlich war das ja nicht mein Plan, Assistenztrainer von Thomas zu werden. Mein Plan war eigentlich, Torwarttrainer zu machen, um einfach das, was ich in über 25 Jahren mir selber beigebracht habe oder von anderen gelernt habe, ein Stück weiterzugeben. Ja. Es hat sich aber herauskristallisiert, dass Thomas ohne Assistent mit der Mannschaft nicht klarkommt.
Ne? Die Mannschaft ist teilweise untrainierbar. Inwiefern? Ja, das ist einfach so. Da muss jemand her, der auch da mit harter Hand auch mal führt. Das kann Thomas nicht. Wiederum ist es andersrum so, ich könnte es nicht alleine machen, weil ich keine Ahnung von Fußball habe. Das hätten wir nie gesagt. Ja, nicht gesagt und nicht gedacht, sind zwei Paar Schuhe. Nein, Quatsch. Das hat sich einfach so ergeben, weil es doch immer besser ist, wenn man vielleicht doch mal noch jemanden hat, der mitverantwortlich ist. Ganz einfach auch aus dem Grund, wir machen es ja alle aus Hobby. Ja. Auch Thomas. Und es ist einfach so, dass Thomas halt auch mal andere Verpflichtungen hat, Familie, beruflich, Weiterbildung etc. pp. Und da ist es einfach besser, wenn mal noch jemand da ist, der dann die Verantwortung mitträgt. Natürlich haben wir irgendwo unseren Teil zu dem Aufstieg beigetragen. Den Großteil hat aber die Mannschaft selber gemacht. Aber ich weiß natürlich auch, dass bei Misserfolg einzig und allein Thomas zur Verantwortung steht, dass mich dann natürlich keine Schuld trifft. Das ist klar. Aber ansonsten, wie du schon sagst, frisurentechnisch sind wir einer Meinung. Und auch sonst, denke ich, kommen wir relativ gut klar miteinander und ergänzen uns da. Wo ergänzt ihr euch? Ist es vielleicht der Punkt, dass du eben schon seit 20 Jahren im Mölker Fußball spielst oder mehr als 20 Jahre, Thomas dann neu dazugestoßen ist und sozusagen externer Trainer ist und sich im Mölkau nicht so genau mit der Mentalität vielleicht, zumindest am Anfang nicht ausgekannt hat und du da ein bisschen was mit reingeben kannst, weil du einfach das Mölkau im Herz hast, wenn du seit über 20 Jahren hier Fußball spielst? Ja, mit Sicherheit ist das so, dass, wobei damals nach dem Bezirksklasseabstieg und dem Beenden der Trainerlaufbahn vom Sven, ging ja die Bestrebung dorthin, jemand Externes zu holen, der einfach mal auch neuen Wind mit reinbringt. Und da kann man ja nicht einfach erwarten, dass derjenige dann innerhalb von 4 Wochen oder 8 Wochen das in Anführungsstrichen Mölkau-Gen in sich aufnimmt. Das haben wir uns in dem Sinne relativ gut aufgeteilt. Das heißt, ich versuche dann meinen Teil dazu beizutragen, auch mal zu sagen, den Jungs, was es heißt, hier aufzulaufen, für Mölkau zu spielen was halt meine Intention davon ist. Und Thomas sieht das eigentlich mehr aus fußballerischer Sicht. Ja, hat A-Lizenz und ist genau. Gut ausgebildeter Trainer. Genau. Ja. Okay, du hast selber gerade schon angesprochen, dass dein Bruder Sven hier die erste Mannschaft trainiert hat, ich glaube für 5 Jahre ungefähr, du selber unter ihm gespielt hast. Ja. Hast du für deine Trainertätigkeit da was mitgenommen? Auf jeden Fall. Und zwar, dass die Grundregel lautet, so ein Trainerhäuschen ist nicht nur dafür da, sich unterzustellen. Das werden jetzt viele nicht verstehen, aber Sven hat mal in Döbeln versuchte Körperverletzung an einem Trainerhäuschen begangen. Ach so? Nein, Sven war Sven war halt sehr impulsiv draußen an der Linie. Ich denke, dort gibt es mit Sicherheit den ein oder anderen Schnittpunkt, der uns dort verbindet. Aber ansonsten habe ich da nie so drauf geachtet, weil es auch nie mein Ziel war, Trainer zu werden. Weder Co-Trainer noch Hauptverantwortlicher, von daher habe ich das eigentlich gar nicht so aus dem Blickwinkel gesehen. Aber, und dort möchte ich kurz einhaken, das, was mir Sven in unserer gemeinsamen 34-jährigen Karriere als Mensch mitgegeben hat, darauf habe ich schon geachtet und dort gibt es viele Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind. Was hat er dir da mitgegeben? Sven sein Ehrgeiz, Sven sein Engagement, seine akribische Art und Weise, das ist schon sehr, sehr bewundernswert. Okay, sehr gut. Könntest du dir vorstellen, selber hauptverantwortlich mal eine Mannschaft zu leiten? Also man sollte grundsätzlich ja nie sagen. Ja. Na? Aber in dem Fall sage ich einfach nie. Selbst wenn das ist, du sitzt ja immer auf so einem heißen Stuhl. Und da werden ja immer Störfeuer gelegt. Ne? Und wie gesagt, beim Misserfolg, da steht Thomas zur Verantwortung.
Ne? Nicht ich. Dein Stuhl wackelt nicht. Mein Stuhl wackelt nicht. Ne? Ja. Und Thomas Steiner ist ja immer irgendwo. Ne? Der steht ja, immer am Hang. Ne? selbst wenn dein eigener Sohn jetzt irgendwann in Mölkau anfangen würde, Fußball zu spielen? Ja, ist ja oftmals so, dass dann Eltern das Traineramt übernehmen, weil sich vielleicht keiner findet oder weil man es begleiten möchte, gerade wenn man im Verein schon steckt. Wenn ich will, dass mein Junge lange Fußball spielt, sollte ich tunlichst vermeiden, seinen Trainer zu werden. Was wäre das nicht gut für dein Kind oder für dich? Denke ich nicht. Also Kinder kommen für mich dann eh nicht in Frage, weil ich einfach wir haben da talentierte Trainer in Mölkau. Ja. Vielleicht auch nicht mit der Ausbildung, wie ich vielleicht sagen würde, dass er zugegen wäre, aber durchaus talentiert, was den Umgang mit Kindern betrifft, weil das ist immer noch mal was ganz, ganz anderes. Ja. Na? Also jemanden beizubringen, wie er mit Innenseite spielt und jemanden einfach die Grundzüge des Fußballs zu erklären und da auch die Geduld aufzubringen, sich immer wieder mit den Kindern auseinanderzusetzen, immer wieder mit den Kindern zu beschäftigen, dem muss ich Respekt zollen. Ich könnte es nicht. Okay, also falls es bisher unausgesprochene Wünsche gibt, es wird nichts. Also was eine Kindermannschaft betrifft, definitiv nicht. Ja. Was im Erwachsenenbereich ist, ja klar, wenn Roland Becker jetzt dieses Jahr vielleicht wieder keine Titel holt mit den Senioren, wird da vielleicht der ein oder andere Stuhl doch frei. Ne? Also man wird es sehen. Roland wird sich über das Wort wieder freuen. Ja, natürlich. Ja. Okay, also für unseren letzten Fragenteil würden wir dann nochmal die Location wechseln. Ja. In unser Vereinscasino. Ja. Und gehen einfach mal sehr rüber. Sehr schön, wunderbar. Sehr gut. Dani, wir kommen jetzt zu unseren Zuschauerfragen. Es gab eigentlich nur eine Person, die Fragen gestellt hat. Ist dir auch bekannt, und zwar unser Kapitän der ersten Männermannschaft, Michael Taubert. Und zwar möchte der wissen, weil dein Bruder Sven seit 2010 erster Vorsitzender des Vereins ist, du auch schon mal im Vorstand als Beisitzer mit tätig warst, wie du die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren siehst und auch speziell die Entwicklung der ersten Mannschaft. Ja, also früher hätte Micha mich angerufen, hätte mich gefragt. Heute nimmt er eben das Medium, verrückte neue Welt. Spaß beiseite. Ja, mit Sicherheit ist die Grenze, was in Mölkau möglich ist, so langsam aber sicher erreicht. Das heißt, wir laufen eigentlich immer am Anschlag. Das eigentlich nicht oder ist nicht dem geschuldet, dass wir keine Leute haben, die Ahnung von dem haben, was sie tun, sondern dass wir einfach von unserer Infrastruktur her arg limitiert sind und von unseren Mitteln. Das ist nur ein Platz. Limitiert sind. Wir haben also den einen Platz, haben ja seit 2 Jahren unseren Hartplatz, den wir aus Eigenmitteln finanziert haben und durch Eigenleistung erbracht haben. Und wir haben halt nur 4 Kabinen. Ne? Und somit hast du natürlich immer irgendwo ein Stück weit deine Grenzen von selber gesteckt, ohne dass du jetzt sagst, du würdest keine Mannschaften voll bekommen. Ne? Mhm. Du hast halt immer das Problem, dass du sagst, können wir uns eigentlich noch eine Mannschaft leisten, weil wir gar nicht wissen, wann sollen die trainieren oder wann sollen die überhaupt spielen. Ne? An sich, denke ich, ist der Verein auf einem guten Weg, auch wenn man natürlich einfach sagen muss, dass weder der Vorstand alleine noch irgendeine andere Person alleine die Geschicke des Vereins lenken, sondern eigentlich kann jedes Mitglied des Vereins auch ein Stück weit die Geschicke mitlenken, ja, indem es einfach sein Wissen und sein Engagement einbringt, ja, und da noch ein Stück weit versucht, den Verein nach vorne zu bringen, weil egal welche Abteilung, Mannschaft, Gesamtverein man hier nimmt, es ist halt keine One-Man-Show, sondern es ist ein Verein, und Verein bedeutet auch immer ein Stück weit Vereinsleben. Es sind viele unterschiedliche Mitglieder. Da gibt es, das ist eigentlich ein Querschnitt der Gesellschaft, da gibt es alles vom, sagen wir mal, einfachen Arbeiter, vielleicht auch Arbeitslosen oder Rentner oder Auszubildenden oder Schüler, bis hin zum
Anwalt und ja, was es bei uns im Verein nicht alles gibt. Und wenn dort jeder ein Stück weit sein Wissen und sein Engagement mit reinbringt, denke ich, sind wir dort auf einem guten Weg. Gut finde ich, dass wir in Mölkau jetzt wieder so eine umfassende Nachwuchsarbeit machen. Es fehlt zum Beispiel jetzt aktuell eine A-Jugend, das gleicht das irgendwann hoffentlich dann wieder aus. Also ich denke, gerade in dem Großfeldbereich haben wir eben irgendwann mal eine ganz schwere Zeit gehabt, geschuldet dessen, dass vielleicht auch ein bisschen der geburtenschwache Jahrgang oder die geburtenschwachen Jahrgänge dann einfach da waren und man dann halt gucken musste, kriegt man überhaupt eine Mannschaft voll. Und klar, bei einer A-Jugend, B-Jugend, da brauche ich immer 11 Leute. Und mit 11 Leuten komme ich aber alleine nicht durch die Saison. Das heißt, ich brauche schon einen ordentlichen Stamm an Leuten, der da ist. Und von daher denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Und wenn wir jetzt vielleicht, und da lege ich große Hoffnung rein, durch den neuen Jugendleiter Benjamin Heinicke, der dort vielleicht mit seinem Wissen und seinem Interesse an Fußball auch ein Stück weit noch diesen Qualitätsgedanken nach vorne bringt. Das heißt, dass wir auch den Kindern und Jugendlichen auch, sagen wir mal, das ordentliche Fußballspielen beibringen wollen. Ja. Nicht einfach nur, dass sie hier sind, sondern dass sie auch ordentlich von gut ausgebildeten Trainern was lernen. Denke ich, können wir einfach in Mölkau auch ein Stück weit dieses Level halten, weil das ist das Einzige, was wir haben. Okay. Ne? Wie siehst du das speziell in der ersten Mannschaft? Wir haben vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren in der ersten Kreisklasse gespielt, dann sind wir aufgestiegen bis in die Bezirksklasse, die damalige, sind dann wieder runter in die neue Stadtklasse, jetzt wieder in der Stadtliga. Wie siehst du die Entwicklung? Wo kannst du da vielleicht hingehen? Oder? Also die erste Kreisklasse, das war ein Betriebsunfall. Das war ja auch eigentlich kein Abstieg. Du bist damals als Achter aufgrund dieser Umstrukturierung nach unten gegangen. Das ja, muss man einfach so hinnehmen. Wir haben das ein Jahr gut durchgezogen, waren in dem Jahr relativ erfolgreich, sind souverän aufgestiegen, haben das Pokalfinale erreicht, haben dann im ersten Jahr uns in der Stadtliga haben eine gute Rolle gespielt als Aufsteiger. Daran hat man eigentlich gesehen, dass wir jetzt nicht unbedingt eine erste Kreisklasse-Mannschaft waren, was wir im Jahr zuvor gespielt haben, sondern dass wir schon dort auch in die Stadtliga reingehört haben. Ja. Sind, glaube ich, 5. oder 6. geworden und sind dann im Jahr zuvor vielleicht auch etwas glücklich, aber das Glück gehört auch ein Stück weit dazu. Das haben wir uns erarbeitet. Aufgestiegen als Zweitplatzierter damals. Bezirksklasse war eine schöne Erfahrung, aber das war halt wirklich so das Maximum. Ja. Und ich denke auch jetzt statt Liga, das ist einfach das, wo ich das Selbstverständnis habe, dass ich sage, da gehört die erste Mannschaft von Mölkau hin. Ja. Genauso wie unsere alten Herren in die Stadtliga gehören. Aber ich denke, da ist einfach dann auch eine Grenze gesetzt. Okay, also du denkst nicht, dass so perspektivisch gesehen mal Bezirksliga ein Ziel sein könnte? Ja, mit Sicherheit. Ich meine, in 4 oder 5 Jahren kann vieles anders sein. Und wenn es jemanden gibt, der sagt, ich nehme das nötige Geld in die Hand und verändere hier was infrastrukturell, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, ist es mit Sicherheit so, dass man vielleicht mal in 4 oder 5 Jahren, wenn das irgendwo die sportliche Entwicklung mit sich bringt, dann darüber mal nachdenken kann. Aber jetzt, Stand heute, steht einfach erstmal nur der Klassenerhalt. Mhm. Als Hauptziel, dafür brauchen wir noch ein paar Punkte, dafür müssen wir noch ein ganzes Stück arbeiten und dann denke ich, wird uns das im Sommer auch gelingen. Also ist sozusagen die Stadtliga zurzeit für Mölkau die Champions League. Höher geht es erstmal perspektivisch gesehen nächsten 2, 3 Jahren. Andere Vereine wären ja froh, wenn sie Stadtliga spielen würden, die weitaus bessere Voraussetzungen haben. Richtig, das stimmt, ja. Okay, wir kommen zum Abschluss zu unseren Mölkau 04 miesen Fragen, wo der Name hoffentlich auch Programm ist. Ja. Da du aber der Erste bist, der hier als Interviewgast die Fragen gestellt bekommt, haben wir dir einen kleinen Rechtsbeistand besorgt. Hm. Und zwar ist das unser Mario, wenn er kurz einfach sich mit an den Tisch setzt. Thomas. Und der möchte dir zur Seite stehen und will vorher noch was loswerden, hat er gemeint. Ja, Daniel, der Verein hat also keine Kosten, Mühen gescheut und hat dir hier einen Anwalt zur Seite gestellt, einen Fachanwalt für Strafrecht. Und ich habe dich einfach vor, den gestellten Fragen, vor deinen Antworten darauf hinzuweisen, dass du natürlich die Möglichkeit hast, die Antwort auf solche Fragen zu verweigern.
wenn sich diese Antwort dahingehend auswirken würde, dass du oder einer deiner nahen Angehörigen sich einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde. Da kannst du sagen, stopp, wenn du dir nicht sicher bist, bin ich hier an deiner Seite und frag dann lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Alles klar. Okay, können wir loslegen? Ja. Ich hätte auch noch für dich, um die Zunge ein wenig zu lockern, um das ein bisschen erträglicher zu machen, schottischen Whisky. Möchtest du trinken? Würde ich anschließend trinken. Okay, lassen wir einfach stehen. Ja. Kommen wir zur ersten Frage, Dani. Der Sportpark Mölkau ist in der Leipziger Fußballszene als nur schwer einnehmbare Festung bekannt. Beispielsweise tat sich die Regionalligamannschaft im Jahr 2012 sehr schwer, den vorhandenen Klassenunterschied auch in viele Tore umzumünzen. Das Spiel endete 0-5. Ja. Doch nach der Hinserie steht die erste Mannschaft auf dem letzten Platz der Heimtabelle. Warum wäre das mit dir als Torwart anders? Als Stammtorwart? Das wäre mit mir nicht anders. Die Mannschaft hat ja, in der Hinrunde in der Stadtliga, in der neuen Stadtliga, ein Stück weit Lehrgeld bezahlen müssen. Aber ich denke, alle sind an ihre Leistungsgrenzen gegangen und es ist ja nicht so, dass ich nicht einen Teil dazu beitragen konnte. Ein Heimspiel durfte ich machen. Ich hätte auch ein zweites machen können, musste ich aber verletzungsbedingt passen. Von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das mit mir als Stammtorhüter anders gewesen wäre. Auch wenn ich sagen muss, in der Zeit, wo ich Stammtorhüter war, waren wir nach der Hinrunde nie Letzter in der Heimtabelle. Okay, diplomatische Antwort. Zweite Frage, du bist bekennender Lok Leipzig-Fan und Kurzhaarträger offensichtlich. Ja. Was wäre schlimmer, wenn deine Frau mit einem Mann mit vollem Kopfhaar oder mit einem Fan des grün-weißen Leipziger Lagers, also BSG Chemie, SG Leipzig-Leutsch, durchbrennen würde? Beides. Also der lange Haare hätte und dann noch Chemiker wäre, das wäre eigentlich so ja, die Höchststrafe. Nee, Spaß beiseite. Also für meine Haare, ja, dafür kann ich nicht. Das ist halt ein Stück weit erblich bedingt. Ja. Ne? Dazu muss man stehen. Irgendwann wirst du es halt leid, irgendwie die Haare von rechts nach links zu kämmen, um irgendwelche kahlen Stellen zu retuschieren. Friseurbesuche machen dann auch nicht mehr Spaß. Und von daher kam irgendwann der Schritt, dass man halt gesagt hat, okay, dann trägt man halt eine modische Kurzhaarfrisur. Ja. Grün-Weiß, ja, die Zeiten sind ja vorbei, wo man sich mit Grün-Weiß irgendwo auf irgendwelchen oder auf Augenhöhe duelliert hat. Das ist halt so mittlerweile so gekommen. Nochmal, du musst jetzt nichts sagen, was dich belasten würde, dein Anwalt dir gerade erzählt? Nö, auf okay. Augenhöhe duelliert hat, also in Spielen oder ach so. Bei Hallenturnieren oder ähnliches. Okay. Dein Vater Volkmar war lange Zeit Torhüter bei Mölkau. Als Kind hast du ihm damals oft gemeinsam mit deinem Bruder Sven zugeschaut. Daraufhin bist du auch Fußballer und Schlussmann geworden. Dein einjähriger Sohn sitzt nun auch schon ab und an mal beim Training oder beim Spiel hinter deinem Tor und trägt deine Torwarthandschuhe. Sein Weg scheint also auch so mehr oder weniger vorprogrammiert zu sein. Was wäre für dich schlimmer, dass er entweder wieder erwarten doch Balletttänzer oder Synchronschwimmer werden möchte oder wenn er gar keinen Sport treiben will? Also gar keinen Sport wäre, glaube ich, in dem Fall ganz klar schlimmer. Aber mittlerweile ist mein Sohn schon über 2. Ja, also ja, das ist so, vielleicht wenn man einfach nochmal an den Fragesteller. Wenn man Mathematikidioten an die Zahlen setzt, dann ja, kommt sowas raus. Einfach nochmal an den Fragesteller vielleicht einen kleinen Hinweis geben. Nee, aber gar kein Sport wäre definitiv schlimmer. Ansonsten weiß ich nicht, ob da ein Weg vorprogrammiert ist. Als Kind zu der Zeit, Mitte der 80er Jahre, war das halt so. Du hattest nicht viele Möglichkeiten. Fußball war da hier das Naheliegendste. Mich musste niemand irgendwo hinfahren. Ich konnte halt zum Training laufen, ich konnte nach dem Training nach Hause laufen, ich konnte zum Spiel laufen. Von daher war das einfach ganz naheliegend. Wenn ich natürlich mein Vater als Vorbild gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich dann Torhüter gewesen wäre. Ja. Und dein Kind, wenn das jetzt wirklich dein Sohn, wenn er Balletttänzer werden möchte, würdest du den zum Training fahren? Ja, wenn er Balletttänzer werden will, dann warum nicht? Und würdest dann auch mitfiebern und zuschauen? Ja, mitfiebern. Oder würdest du sagen, wenn ich mal beim Ballett mitfiebern kann. Würdest du deiner Frau sagen, fahr du mal lieber jetzt? Nein, letztendlich ist das doch dann, wenn, seine Entscheidung. Und die muss man halt dann mittragen. Und wie gesagt, ganz klar, wenn er keinen Sport macht, wäre das für mich definitiv viel, viel schlimmer, als wenn er halt irgendwas anderes macht. Ob er nur Fußball spielt oder Tennis spielt oder ja.
keine Ahnung, man muss ja auch immer ein Stück weit an die Mama denken und für die wäre vielleicht Balletttanzen ein Stück weit angenehmer als Fußballspielen. Also. Okay, letzte Frage, wir haben es dann gleich auch geschafft. Wenn du heute nochmal mit deinem Bruder Rodeo spielen würdest, ich bin davon ausgegangen, dass du dir das Schlüsselbein beim Rodeo-Spielen gebrochen hast, wärst du lieber Pferd oder Reiter? Ich wäre lieber Reiter, weil der Sven im Gegensatz zu damals auch ein ganzes Stück weit zugenommen hat. Okay, also Dani, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. War ein echt angenehmes Gespräch. Möchte ich aber nicht entlassen, ohne dir noch was mitzugeben. Ja. Wir haben eingangs gehört, dass wenn du damals für den Ofen verantwortlich warst, es oftmals auch kalt geblieben ist, weil es war zwar die Kohle dann alle, aber die Kohle war noch da, aber der Feueranzünder war alle und der Ofen war kalt. Ja. Deswegen haben wir dir nochmal einen Feueranzünder mitgebracht. Ja. Brauchst du halt vielleicht nicht mehr, kannst du aber auch zum Grillen benutzen. Kann ich dir aber auch sagen, Kohle war auch teurer als Feueranzünder, deswegen bin ich lieber sparsam mit der Kohle umgegangen als mit dem Feueranzünder. Und unser Kameramann Emiliano und Spieler der ersten Mannschaft hat ganz spontan gestern noch für dich ein kleines Bildchen gemalt. Ja, kannst du dir übers Bett hängen? Das ist wirklich schön, da freue ich mich jetzt wirklich drüber, dass mein Lieblingsitaliener Emiliano das Bild für mich gemalt hat. Ja, ich glaube, das ist auch fußgemalt. Dachte ich mir, wobei ich jetzt mit meinen Füßen einfach bemerken würde, diese Filigranität, die er hier an den Tag gelegt hat, sollte er einfach dann mit den Füßen auch mal auf den Platz an den Tag legen. Das ist ein tolles Schlusswort, denke ich. Dankeschön. Alles klar, bye, danke. Das war unser erstes Mölkauer Monatsinterview mit Daniel Heinze. Ihr findet uns auf www.svmölkau04.de und im Facebook auf unserer Seite vom SV Mölkau 04. Kommentiert den Beitrag, liked, gebt uns weiter und ich gehe jetzt mit Dani Kaffee trinken. Ciao! Was hast du jetzt im Bild? Ja, euch so als Ganzes. Also. Okay. Oh. Oh. Daniel! Ich vermeide immer, also wenn die weit weg sind, mache ich... Kannst du bitte nicht so da sitzen? So, erste Probe. Noch sind alle Benni, drauf, aber Mike und ich und unsere CD-ROM. Mit oder bin ich hin? Bin ich hin nach Service House, wenn wir dann dürfen? Ja, genau. Ja, geh ich dort surfen. Kannst du mal hier das halten? Ja. So, dass ein Eierkörper noch mit drauf ist. Halt dein Maul!